Hallo meine Lieben, schön, dass ihr hier zu den Love Vibes eingeschaltet habt. Wie ihr erkennen könnt, keine Live-Legung heute. Ich fühle heute einfach mehr, dass ich so eine Legung machen möchte. Und genau, das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Love Vibes mäßig möchte ich gerade auch aus meinem Leben nichts erzählen. Deswegen glaube ich, gehe ich auch heute nicht live, weil ich es einfach nicht so fühle. Ich bin gerade einfach sehr im Eremitenmodus und setze mich mit mir und meinen ganzen Gefühlen auseinander. Und deswegen ist mir das heute so lieber und ich hoffe, ihr habt auch Verständnis dafür. So, für die Love Vibes benutze ich heute ein Deck, das heißt The Love Oracle Mental Health. Interessant. Mentale Gesundheit. Ja, vielleicht dürfen wir uns mit diesen Themen gerade auseinandersetzen. Karmic Lesson. Mit denen setzen wir auf jeden Fall uns gerade auseinander, mit karmischen Lernaufgaben. Und das zeigt sich auch sehr stark in unseren Beziehungsthemen. Heute, am 22. Februar, haben wir eine Konjunktion aus Mars und Venus im Sternzeichen Wassermann. Und das bedeutet, dass wir den männlichen und weiblichen Anteil in uns versöhnen dürfen und auch im Außen, dass es um Versöhnung geht. So, liebes Universum, eine Botschaft hier. Hoppala, nee, das sind zu, oh nein, das sind auch zu viele. Okidoki. Spezielle Botschaft. Legal, ein Gericht beeinflusst diese Verbindung. Angst. Sagen wir es mal so, ich kenne jemanden, der in dieser Energie ist. Vielleicht wird es eine sehr spezielle Botschaft, Karmic Lesson. Needing space. Time away from each other. Okay, hier steht Final Breakup Divorce. Was ist das für ein Wort? Das habe ich noch nie gehört. Irreconcilable. Keine Ahnung. Das Wort kann ich weder aussprechen, noch habe ich es jemals gehört, aber Final Breakup Divorce. Okay, mein Lieben, das war der Impuls, den ich hatte. Eine finale Trennung, eine Scheidung. Auch hier mit dem, ne, so, ein Gericht. Wer von euch, also, wie gesagt, ich glaube, es ist eine sehr spezielle Botschaft. Irgendjemand hat. Du, wenn das deine Botschaft ist, dann hast du gerade Angst, etwas offiziell vorbei sein zu lassen. Na, so, die Scheidung einzureichen, dich endgültig zu trennen. Aber die karmische Aufgabe, die du hier gerade hast, ist, dass du diesen Platz brauchst. Na, so. Angst, Steuern, Geld, Pandemie, interessant. Also eine große Angst hält dich gerade davon ab, etwas offiziell zu machen. Ich will jetzt mal das Gericht hier rauslassen. Aber es ist deine karmische Aufgabe, weil deine Seele will an einen neuen Ort, ne? Die sitzt in so einem, keine Ahnung, ich nehme hier so Roadtrip-Energie wahr. Needing space, du brauchst eine Auszeit. Also irgendwas ist hier endgültig vorbei. Okay, ich hätte gern mal die Karmic Lesson hier.
Ah ja, okay. Ich habe kurz gedacht, das ist die Gerechtigkeit, weil die Gerechtigkeit ist auch meine Scheidung. 7 Münzen. Auf was wartest du? 10 Münzen. Okidoki. Freiheit mit dem Stern an der Unterseite des Decks. Warum schenkst du dir selbst nicht die Freiheit? Auch dieses Needing Space. Ich nehme hier sehr starke Wassermann-Energien wahr. Du bist in einer Partnerschaft, in einer Ehe, in einer Verbindung, in einer langfristigen Geschichte, in der du überhaupt gar nicht mehr glücklich bist. 4 Kelche. Sehr frustrierend. Aber du hast gleichzeitig auch eine große Angst loszulassen. Und so nehme ich das wahr. Ich kenne eine Person in meinem Leben, die genau, absolut genau in dieser Energie ist. Und vielleicht mache ich heute eine Legung für sie und das Kollektiv, in dem sie sich befindet. Die Karmic Lesson, die Aufgabe, die karmische Aufgabe, die du hast, ist hier nicht darauf zu warten, dass das Universum dir Ass der Kelche reicht, um dich aus etwas rauszuholen, was du schon weißt, sondern diesen Schritt zu gehen, dir selbst diese Freiheit zu schenken und etwas loszulassen. Ne, kann eine sehr langfristige Beziehung sein. Aber du schaust dahin und ich weiß nicht, auf was du wartest. Ich habe das Gefühl, du wartest auf etwas. Ich habe das Gefühl, du wartest auf das Ass der Kelche. Was macht dir so eine Angst? Klar, ne? Scheidung kann einem auf jeden Fall eine enorme Angst machen. Trennung, ja, okay, wow, meine Lieben. Die 9 Münzen, das Alleinsein. Die Trennung. Die Loslösung. Needing Space, deine, ja. Oh, wow, Ski, meine Lieben. Königin der Stäbe, König der Stäbe. Ass der Kelche. Okay, Dana. Meine Lieben, ich weiß nicht, wie viele sich heute in dieser Legung wiederfinden. Aber es ist eine ganz, ganz, ganz glasklare Botschaft. Du bist schon lange in einer Beziehung, in der du nicht mehr glücklich bist. Und es wird niemand kommen und dir hier die helfende Hand reichen, die dich aus allem rausholst. Das musst du selber machen. Du musst dich dieser Angst stellen. Deine Seele möchte an einen neuen Ort. Und zwar, ne, wir sind in den Love Vibes, möchte, ehrlich gesagt, auch in eine neue Partnerschaft. In eine neue Partnerschaft, die sehr viel leidenschaftlicher, lebendiger, whatever ist, als die, in der du bist. Die Sache ist die. Was ich hier wahrnehme, ist, dass dieser Tag früher oder später sowieso kommen wird, an dem du diese 10 Münzen Beziehung loslässt. Nur wie viel Zeit willst du verschenken? Nur weil du Angst hast, dich zu trennen, dich zu lösen, es alleine nicht zu schaffen. Auch hier mit dem Na, schenk dir selbst die Freiheit. Das sehe ich hier, weil an diesen neuen Orten, diese neue Reise, ich habe hier so Roadtrip-Energie, diese neue Reise, hat eine, ehrlich gesagt, eine völlig neue Liebesgeschichte in petto. Aber du hältst dich selbst auf, diese neue Reise zu beginnen, weil du dir die Freiheit nicht schenkst. Ich glaube nicht, dass es, ich glaube, dass du das schon lange weißt, dass du hier nicht mehr glücklich bist. Ne? 4 Kelche, du schaust dahin und denkst so, Scheiße. Na, keine Ahnung. Ich hätte gerne einen Ratschlag an dich.
Königin der Schwerter. Kommuniziere es. 4 Münzen. Der Ritter der Schwerter. Ja, Wowski, der Tod. Okay. Der Narr und das Ass der Münzen, meine Lieben. Okidoki. Also, es ist eine glasklare Botschaft. Die Partnerschaft, in der du bist, wird dich nicht mehr erfüllen. Und das weißt du auch. Aber du hast die Entscheidung noch nicht getroffen. Du hast hier noch nicht gesagt, ich mache es jetzt offiziell, weil damit der Ritter der Schwerter setzt sich etwas in Gang, was unveränderlich ist. Ne? So. Und ich habe Angst vor dem, was danach kommt. Ich kann dir sagen, was danach kommt. Königin der Stäbe, König der Stäbe, Ass der Kelche. Ein neues Abenteuer, eine neue Reise. Aber solange du hier sitzt und, ich sage jetzt mal, diesen Stein nicht ins Rollen bringst, und der Stein, den ich hier meine, heißt Trennung, ne? Final Breakup. Es offiziell machen, die Scheidung einreichen, sagen, ich reiche die Scheidung ein, ich trenne mich, auch wenn da, keine Ahnung, natürlich auch Energien freigesetzt werden, na, wenn dich diese Angst antriggert. Es ist das, was du für dich tun solltest, weil deine Seele schreit nach Freiheit. Wirklich. Deine Seele schreit nach Freiheit. Und die verwehrst du dir, weil du hier hinschaust und sagst, ich habe Angst loszulassen. Ich habe Angst, den neuen Weg alleine zu gehen. Na so. Ja, 5 Stäbe. Also, triff diese Entscheidung. Sprich es aus. Halte nicht länger an Dingen fest, die sich nicht gut anfühlen. Weil, ne, und so funktioniert das Universum. Wenn etwas nicht mehr sein soll, und du weißt, dass diese Verbindung nicht mehr sein soll, wenn etwas zum Ende gekommen ist, und das sehe ich hier, Final Breakup Divorce, ne, Karmic Lesson. Am Ende des Tages, wenn du hier sitzt, 7 Münzen, 4 Kelche und nichts tust, dann kommt dieses Ende, aber für möglicherweise so, wie du es nicht haben wolltest. Ne, so. Wer führt hier? Damit meine ich, wer stupide in einer Beziehung bleibt, in der er nicht mehr glücklich ist, läuft Gefahr, dass er vielleicht irgendwann betrogen wird und dann sich mit ganz das Ende ein ganz anderes Ende nimmt. Also der Tod sagt mir auf jeden Fall, diese Beziehung ist zu Ende. Und solange du da blockierst oder zurückhältst, solange wird sich in deinem Leben, Ass der Kelche, ne, so, nichts Neues einstellen, das sich irgendwie nach Lebendigkeit, nach Leidenschaft, nach, ne, so, guck mal, wie sie hier aus diesem Auto rausschaut. Nach einem, ganz ehrlich, der Tod. Diese Beziehung. Nimmt immer mehr von dir. Ich habe das Gefühl, das ist die Sehnsucht. Wir haben es gerade von Sehnsüchten. Ne? Dein Herz hat eine Sehnsucht nach Lebendigkeit und Leidenschaft und Jammern. Ne? So. Und das hier ist also so tote Hose. Königin der Schwerter hat sich... Keine Ahnung. Ich sehe die Königin der Schwerter gerade nicht besonders viel Spaß haben. Also, bring den Stein ins Rollen. Bring den Stein, Ritter der Schwerter, der Tod, bring ihn ins Rollen. Sprich aus, sprich deine Wahrheit.
auch wenn es erstmal unruhige Zeiten bedeutet und Ängste antriggert. Aber das ist ein Schritt, der unumgänglich ist, wirklich. Ass der Stäbe. Page der Schwerter. Der Mond und die fünf Schwerter. Ich habe ein bisschen das Gefühl, eine Karte zu den fünf Schwertern. Für dich ist es schon klar. Die zwei Stäbe. Für dich ist es schon klar. Du sehnst dich nach einem anderen Leben. Aber entweder ist der Page der Schwerter Kinder, ne? Können ja Ehekinder, wie auch immer sein. Weshalb du diesen Schritt nicht gehst, weshalb du dir solche Sorgen machst, kann auch der Ehepartner sein. Ehrlich gesagt, was ich sehe, ist, dass du das in dir, ne, der Mond tief in dir, hast du schon eine ganz neue Idee von dem Leben. Du hast eine ganz andere Vorstellung von deinem Leben als das, was du lebst. Und ich würde behaupten, es ist an der Zeit, dir selbst die Chance zu geben, das Leben zu leben, nach dem du dich sehnst. Als wärst du irgendwie so gefangen hier in diesem Schlösschen und sehnst dich nach einem ganz anderen Leben. Mein Lieben, es ist an der Zeit. Karmic Lesson. Dir das zuzugestehen, das Leben, nach dem du dich sehnst. Und dir diese Freiheit zu schenken, wirklich. Ja, meine Lieben, sehr, ja, neun Stäbe, Schlussstrichenergie. Eine sehr, sehr, sehr spezielle Botschaft, aber für irgendjemanden muss sie gehört werden. Hier ist sieben Kelche. Ja, du träumst von einem ganz anderen Leben. Mein Lieben, Hierophant, Ass der Münzen. Du hast ganz andere Werte. Aber du lebst eine Lüge, du lebst eine Illusion, weil du dich nicht traust, einen Schlussstrich zu ziehen. Das ist deine Karmic Lesson. Vielleicht ist deine Karmic Lesson, keine Ahnung, wir haben gerade sehr karmische Themen, Ahnenthemen, jemanden zu verlassen, weil man nicht mehr glücklich ist, egoistisch zu sein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was deine Ahnen oder karmischen Themen sind. Aber hier geht es darum, diese Lektion, ne, auch hier, diese Lektion endlich anzunehmen und dich der Angst zu stellen, es nicht alleine zu schaffen oder dich generell deinen Ängsten zu stellen und diese Trennung fort oder dir dieses Leben zugestehen. Ne? Auch das kann sein. Dir dieses Leben, von dem du träumst, zuzugestehen. Anstatt in einer Situation, in einer Beziehung, in einer Ehe zu sein, in der du ein bisschen verkümmerst, um ehrlich zu sein. In der du dich selber irgendwie ein bisschen verlierst. Ich nehme deinen Ist-Zustand als Königin der Schwerter wahr. Na, so, es ist keine Ahnung. Es ist nicht sonderlich lebendig. Es ist nicht sonderlich gefühlvoll. Es ist logisch und rational vielleicht das Beste in dieser Verbindung zu bleiben oder du hast keine Ahnung. Du funktionierst irgendwie nur noch als Königin der Schwerter gerade. Und je länger du das noch machst, desto frustrierender wird es werden. Vor allem, weil ich dich hier sitzen sehe. Ich sehe dich hier sitzen und von einem ganz anderen Leben träumen. Es wird an der Zeit, dass du dir das zugestehst.
Und das ist auch deine Karmic Lesson. Guck mal, was hier auf dich wartet. Hier wartet was anderes. Hier wartet ein neues Kapitel danach. Du hast noch eine große Beziehung vor dir. Eine sehr große Beziehung. Meine Lieben. Egal wie alt du bist. Vielleicht hast du auch keine große Beziehung, sondern eine neue Form von Liebe vor dir. Ich weiß es nicht. Aber du hast noch was ganz, ganz, ganz Großes vor dir. Und du hältst dich selber damit ab, weil du eine Entscheidung vor dir her schiebst, die eigentlich schon klar ist. Okidoki, meine Lieben. Ach komm, wir machen noch ein Love Romance Angels als Abschlussbotschaft. Ja, pay attention to the red flags. Wirklich. Ja. Ich sehe hier auch Red Flags. Auf jeden Fall. Liebes Universum, eine Abschlussbotschaft hier. Bring deine Liebe zum Ausdruck. Also ich will hier express your love, ich will aber sagen, bring deine Gefühle zum Ausdruck. Und das sehe ich, dass du das noch nicht getan hast. Dabei, wenn du hier tief in dich reinschauen lässt, wenn du sagst, für mich ist es eigentlich komplett vorbei, dann, ne, dann triggerst du was an, dann stößt du etwas an, was dir Angst macht. Ich sehe die Angst, ne, so. Aber am Ende des Tages ist es die Kontrolle loslassen und ins Vertrauen gehen und zu sagen, hey, ein Ort, an dem ich nicht glücklich bin, ein Ort, an dem ich weder Liebe fühle noch Liebe bekomme, ne, so. Kann nicht der richtige Ort sein. Ne, wir haben hier vom Ort. Und hier liegt ein neuer Ort, wo wieder Ausdruck ist, ne? Wo Express Your Love, wo. Also ich will fast sagen, dass du derjenige bist, ja, wowski, genau das will ich sagen, meine Lieben, weil das Universum sagt, du verdienst Liebe. Separation, Trennung, genau das ist das, was du zum Ausdruck bringen sollst. Dass du dich trennen wirst, meine Lieben. Dass du dich trennen wirst und dass du dich nach einem anderen Leben sehnst. Final Breakup, meine Lieben. Weil das Universum hat da draußen in deiner Zukunft noch ganz neue Erfahrungen für dich. Also warte nicht länger. Loszulassen, von dem du sowieso schon weißt, dass es nicht mehr funktioniert. Triff diese Entscheidung. Okidoki, meine Lieben, so lasse ich das hier stehen. Ich hoffe, diese Botschaft war hilfreich. Vielen lieben Dank und ja, bis bald, meine Lieben. Tschüss!